Anharmonische Schwingungen analysieren. Wie machen wir das? Nochmal schnell zur Erinnerung. Harmonische Schwingungen, merkt euch das ganz einfach. Die haben sinusförmigen Verlauf. Ob das ein Kosinus oder ein Sinus ist, das ist lediglich eine Frage der Phasenverschiebung. Phasenverschiebung hier eventuell nachgucken. Immer wenn ihr auf die Is klickt und dann auf den entsprechenden Link, bleibt das Video hier stehen. Ihr verpasst nichts. Gut. Ich nehme mal eine Rechteckschwingung, die also keinen sinusförmigen Verlauf hat. Das ist die graue hier, F1. Rein rechteckig und lass nebenbei noch eine andere Schwingung irgendwie laufen, dann addieren sich die Amplituden. Ich glaube, ich werde hier nochmal einen Link anbringen. Bei Interferenz zum Beispiel ist das so. Entweder sie addieren sich oder sie löschen sich gegenseitig aus. Das heißt, der resultierende Verlauf, bis auf die ganz ruckartigen Abwärts- und Aufwärtsbewegungen dieser grauen Schwingung, die resultierende ist also eine Überlagerung aus beiden Spannungen zum Beispiel oder beiden Schwingungen, was auch immer, beiden Amplituden. So, bis dahin müsste es eigentlich einsehbar sein. Machen wir das mal mit harmonischen Schwingungen. Und jetzt habe ich schon mal Fouriers Bild, das habe ich so schön bei Wikipedia entdeckt dafür, mit ins Spiel gebracht. Und zwar Fourier erkannte, dass sich eigentlich egal welche Schwingungsform, also es gibt zum Beispiel Sägezahnschwingungen oder also Sägezahn so, ne, und so weiter oder Rechteckschwingungen oder was auch immer. Ganz egal jetzt die Wellenform, die lassen wir jetzt mal beiseite, aber die lassen sich alle, und das ist sein Verdienst, auf ein Summieren von lauter Sinus- oder Kosinusschwingungen und entsprechende Überlagerung und entsprechende Phasenverschiebung zurückführen. Das ist also. Man kann es auch mathematisch machen, das nennt sich dann Fourier-Analyse, sodass man eine vorgegebene Schwingung hat und die so lange zerlegt, bis man, sagen wir mal, ausreichend genau alles in einzelne kleine Sinus- oder Kosinus-Schwingungen zerlegt hat. Finde ich cool. Das ist eine tolle Sache, wie der das damals schon gemacht hat. Alle Achtung. Man kann immer nur den Hut ziehen vor unseren großen Mathematikern der Welt. So, und jetzt habe ich mal Beispiel, so wie hier oben in diesem Beispiel, habe ich mal zwei Schwingungen überlagert und zwar bloß einfach eine Sinusschwingung in Grau. Die läuft hier ganz normal grau. Und dazugehörig so eine lila Sinusschwingung. Die hat das in diesem Fall mal die anderthalbfache Frequenz von der grauen. Und wenn ich jetzt sage, deswegen habe ich das mal in Blau angedeutet, ich nehme mal die blauen Strecken der kleinen lila Amplitude und pflanze die mal oben auf die graue herauf. Dann müsste sich einsehen lassen, hier habe ich es mit einer negativen Amplitude zu tun, dass die resultierende letzten Endes solche kleinen Knicke erhält. Und jetzt gucken wir uns das mal an, das sieht doch schon sehr rechteckförmig aus. Und wenn ich das mit vielen, 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 vielen Schwingungen mache, also noch mehr sich überlagernde, interferierende, hier an die Längsdenken, dann kriege ich tatsächlich fast einen echten rechteckförmigen Verlauf zum Beispiel hin. Geht. Dann habe ich mal im Internet geguckt und zwar habe ich eine schicke Sache gefunden und zwar erstmal links hier. Da hat einer ein Java-Applet gemacht und zwar hat er, und jetzt kommt das, das sind diese verschiedenen aufaddierten einzelnen, hier, das sind sie, eine, noch eine, noch eine, noch eine und so weiter. Da hat er die verschiedenen Schwingungen mal auch sich überlagern lassen und da sieht man hier, zum Beispiel bei diesem Rechteck sieht man, dass das immer noch aus ganz kleinen, vielen Schwingungen Chenchenchen. Hier habe ich mal absichtlich eine Störung eingebaut. Wir lassen jetzt mal die Sinus und Cosinusse hier einstweilen weg. Das lohnt sich nicht, das hiermit zu erklären. Hat was auch mit dem Programm zu tun. Aber eindeutig sichtbar, sämtliche Kleinigkeiten und so weiter lassen sich letzten Endes wirklich tatsächlich aus einzelnen kleinen Extraschwingungen zusammensetzen. Und das ist das Schicke, wenn ich jetzt an das EKG, also Elektrokardiogramm, denke, die verschiedenen Kurven, die ich hier habe, das ist ein Sechskanal-EKG zum Beispiel, die setzen sich ja komischerweise auch aus lauter kleinen Einzelschwingungen zusammen. Und mit Hilfe der Fourier-Analyse kann ich das sogar in die einzelnen Schwingungen, die ihren bestimmten Anteil an diesen Steuerspannungen des Herzens, sage ich mal so frech dazu, haben, wieder aufteilen. Und kann dann einzelne Schwingungen beurteilen, kann dann sagen, ja, die eine, die gehört zum Beispiel zur einen Vorkammer und die andere dazu und dazu und dazu.
Und das ist das Schicke. Das ist der Schicke an der ganzen Sache. Hier habe ich den Link nochmal. Ihr könnt ja mal drauf rumfummeln. Falstad.com und dann Foyer. Einfach eingeben. Ist eine echt spannende Geschichte. Findet man übrigens auch in Wikipedia diese Bilder und den Link dazu, sodass ihr direkt mal, wenn ihr, ich glaube, das habe ich über Foyer-Analyse oder sowas gefunden. Egal. Sucht einfach mal. Bildet euch weiter. Es macht Spaß, es wird immer interessanter. Gut. Das zum Thema anharmonische Schwingungen, also nicht harmonische Schwingungen analysieren mit Hilfe von Fourier-Analyse und so weiter und so fort. Ich lasse jetzt den ganzen mathematischen Kram um die Fourier-Analyse komplett weg, aber ihr ahnt schon, man muss tatsächlich in verschiedene einzelne Mini-Funktionen zerlegen und je genauer man das macht, umso besser kriegt man dann oder umso feinauflösender wird die entsprechende Kurve. Gut, na dann. Ich wünsche was Schönes. Tschüss.